So, meine Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Duskwood. Ja, egal. So, heute mal ohne Facecam, denn ich bin nicht zu Hause, ich sitze im Auto und ich denke einfach mal, hey, das ist doch scheiße. Ne? Deswegen, yo, ich mach das mal so. So, dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Jesse schreibt einen Stand. Ich habe schon ein paar Clouds versucht zu hacken. Ja, noch nicht ganz so erfolgreich, ne? Naja. Aber ich finde es spaßig, dieses Candy Rush oder wie es da heißt. So, los geht's. Jesse will was von uns. Tom, Tom! Jesse. Ich schreibe jetzt was, es dauert ein bisschen. Ich fühle mich voll schlecht dabei, aber ich muss das jetzt einfach mit dir bequatschen. Um was geht's denn? Ich bin für dich da. Was kommt jetzt wieder? Auch nicht schlecht, ne? Ja, um was geht's denn? Ich würde gern wissen, was du von Thomas hältst. Boah, Arschloch. Ich kann ihn nicht ausstehen. Darüber habe ich bis jetzt noch nicht nachgedacht. Ich mag ihn. Okay. Das ist, glaube ich, die ehrlichste Antwort. Wobei, ich glaube schon, dass er irgendwie ein bisschen... Weiß nicht. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst... Ach, herrje. Oh, muss ich da jetzt eine Frage... Ich mag ihn nicht. Liegt das an seinem verdächtigen Verhalten? Genau daran. Ja, absolut. Er ist ein totales Weichei. Wieso ist das wichtig? Auf was willst du hinaus? Ich finde ihn auch voll verdächtig, ne? Zumindest in letzter Zeit. So, jetzt kannst du meine Gedanken... Ja, finde ich nett. Du verschwindest unsere Zeit. Du solltest dich besser von ihm fernhalten. Wir werden schon herausfinden, was hinter seinem Verhalten steckt. Mhm, genau. Na, was kommt jetzt? Wenn du gerade vom Herausfinden redest, wir sollten jetzt weiter unsere Spur nachgehen. Und zwar... Ja. Legenden von Duskwood. Okay. Was? Wie? Tom versteht schon. War nichts Wichtiges, Richie. Wir sollten Richie nicht ausschließen. Genau, komm. Jojo, Jesse, ihr solltet Richie nicht ausschließen. Wie hatte ich ihn damals immer gesprochen? Ich weiß nicht, ich vergiss das bloß immer. Wir haben bloß einen Spaß gemacht. Komm, lass uns Richie versuchen, Latino zu reden. Ich habe ja auch gerne Spaß, ey. Genau so machen wir das. Das nächste Mal lassen wir dich teilhaben. Lass uns Richie versuchen, daran zu denken, dass wir mit Latino reden. Mal gucken. Haben wir jetzt Zeit, um weiter über die Legenden zu reden? Ja, haben wir, ey. Wo sind die, wir sie stehen geblieben? Gute Frage. Beim Mann ohne Gesicht. Es ging um Thomas. Das seltsame Verhalten von Dan. Den Mann ohne Gesicht. Da waren wir stehen geblieben. Stimmt, danke, Herr. Gracias. Und dass Alfie gesehen hat, wie diese Hannah geholt hat. Wie diese Hannah geholt hat. Genau so war das. Also, meine Meinung ist, ich schreibe noch auf, meine Meinung. Alfie ist ja außer das geworden. Genauso wie ich. Noch dazu gehörte deine Mutter das Motel. Der Kleine kann gar nicht darum herumkommen, ständig mit irgendwelchen Legenden und Geschichten konfrontiert zu sein werden. Was meinte ihr oft an den Tag vom Mann ohne Gesicht hörte? 11,7 Mal? Oft? Jesse, ich glaube, die Frage ging an dich. Ja, das glaube ich auch. Einfach mal alles von uns abwenden und Jesse Fragen beantworten lassen, finde ich auch super toll. An uns ging die Frage. Aber ja, wahrscheinlich hört er sie sehr oft.
with shiny smiles and plastic body. Aber deswegen sagt Alfie doch nicht einfach so, dass Hannah in den Wald gebracht hat. Dass er Hannah in den Wald gebracht hat. Da ich sehe, was sie da noch nicht. Ja, aber ausdenken, auch mal ganz im Ernst, unterschätzt keine behinderten Leute. Die sind nicht dumm. Die sind nicht dumm. Und was sie gesehen haben, haben sie gesehen. Das geben sie auch wieder. Die können es vielleicht nicht so realistisch wiedergeben, sondern eher vielleicht fantasievoll. Aber eins sage ich euch, behinderte Leute sind nicht dumm. Es sind keine Tiere oder so, das sind menschliche Wesen und die haben genauso Augen und Ohren und ein Gedächtnis wie normale Menschen auch. Und die kriegen die Dinge auch mit, tatsächlich. Nimmt sie vielleicht anders wahr, wegen Mann ohne Gesicht ist aber da alles, ne? Das sollte man sich nochmal im Allgemeinen jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Sicher, er hatte in den letzten Tagen auch viel von Hannas Verschwinden gehört. Für eine Kind ist es leicht, das zu vertauschen oder einfach mit der Manade zu verbinden. Noch dazu ein geistig Behindertes? Nein, das glaube ich nicht. Komm, wir machen das nicht runter. Ich auch nicht. Der Mann ohne Gesicht ist eine echte, wichtige Spur. Tomschitum, du und ich werden da dranbleiben, oder? Jupp. Aber nur weil du es bist. Wehe, das lohnt sich nicht. Das werden wir, Jessie. Das werden wir. Ach, die Süße. Ja. Ich krieg keine ab. Ich weiß es einfach. Der Mann ohne Gesicht wird uns zu Hannah führen. Vielleicht bist du auch der Mann ohne Gesicht. Nein, Jessie ist es nicht. Die ist so süß. Auch ohne diesen langweiligen Autoschrauber hier. Langweilige Autoschrauber. Ich hätte Richie schon gerne an Bord. So würde ich mit meinem Boss niemals reden. Na komm, das ist Blödsinn. Man kann ja Quatschkram machen. Oh Mann, Tom, ich dachte, das machen wir beide alleine. Sind ein bisschen... Tja, das muss jeder selber wissen. Okay. Dann gehst du jetzt wohl aus unserer Legendengruppe raus, ja? Nein. Ich kann ihn nicht hier zulassen, dass ihr euch da in etwas verrennt. So ganz ohne meine Aufsicht. Ich glaube eher, dass du neugierig bist. Das glaube ich nämlich auch. Was? Dann wäre das also geklärt. Und wie geht es jetzt weiter? Das muss ich mir noch überlegen. Dann schreib uns an, wenn dir was einfällt. Kannst du mit Alfies Mutter reden? Sprich selber mal. Ja, das ist eine gute Idee. Sprich mal selber mit Alfie. Gute Idee, Tom. Ja, ich habe immer solche tollen Ideen. Ja, genau. Müsste ich denn halt nach Feierabend machen. Aber macht ja nichts. Ich habe Tom ja noch gar nicht geaddet. Echt? Warum das denn nicht? Richie mochte mich wohl bisher nicht. Gab bei keinem Grund. Ja genau, komm, wir sind jetzt eingeschaltet. Du mochtest mich nicht. Was? Ja, ertappt. Gut, dann macht ihr mal. Ich bin weg, ciao. Jessie ist offline. Warte kurz hier, Tom. Da ist er ja. Hey ho. Du willst was Bestimmtes, oder? Hallo. Hallo. Ich habe eine Bitte an dich, por favor. Diese ganze Sache mit Gesicht ohne Mann, Legende-Sache. Habe ich gerade gesagt, Gesicht ohne Mann? Oh, wie geil ist das denn? Es wäre super, wenn du Jessie nicht zu sehr damit aufziehen würdest. Ich sehe nur eine Idee. Ist aufziehen überhaupt jetzt das richtige Wort? Ich soll das Thema nicht aufbauschen. Keine Ahnung, was du meinst. Ich soll Jessie nicht ärgern? Nee, ärgern meinte ich dich damit.
Wie sag ich das jetzt immer am besten? Wie sage ich, machen noch gleich auf Deutsch. Sie kann sich schon jetzt etwas ganz Schönes recht reinsteigen. Ja, so genau. Sie ist jemand, der in einen Schatten in der Wand eine Monster sehen will. Ah, okay. Sie will, dass alles real ist. Verstehe. Als ob ich da nicht links länger gemerkt hatte. Ja, nee, dann machen wir das. Ja, okay. Also mir geht es rein um die Fakten. Aber was ist, wenn er tatsächlich ein Monster ist? Ey, das ist doch genial. Eine Monster in einer Menschengestalt, ey? Genau. Genau das. Dann hoffe ich erst recht darauf, dass wir das Richtige tun. Ach, keine Ahnung. Ich will nur nicht, dass Jesse sich mehr rennt. Was weißt du eigentlich über... Achso, du bist vielleicht in Jesse verliebt? Moment, das wollen wir wissen. Was wolltest du eigentlich Jesse über uns erzählen? Das würde ich gerne mal wissen. Ja? Da haben wir noch was offen, ne? Ja. Hä? Nix sehr Verliebte. Wie kommst du darauf, ey? Du bist viel zu nett. Das ist so ein Gefühl. Sie ist eben süß. Nein, natürlich nicht. Aber wenn es so wäre, fände ich schade. Finde ich es schade. Sie hat dich nämlich nicht verdient, weil sie dich sehr nicht, weil sie dich sicher nicht liebt. Ich finde dich recht nett. Ihr passt überhaupt nicht zusammen. Was? Ich finde dich recht nett. Warte mal. So, Hustenanfall gerade, Gott gehabt. So. Sie hat dich nämlich nicht verdient, weil sie dich sicher nicht liebt. Ich finde dich recht nett. Ihr passt überhaupt nicht zusammen. Ach komm, ich kann kein Arschloch sein. Oh ja, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich finde dich auch... Moment, aber nett, ich finde ihn nett. Das ist ein netter Mensch, nicht, dass ich was für ihn will oder so, ne? Ja, auf jeden Fall, ich bin nicht in Jesse verliebt. Verliebt. Du meinst verliebt. Das war so beabsichtigt. Oh, jetzt renne ich mich da total irgendwo hin. Du bist ganz schön aufmerksam. Also, bis später. Hasta luego, por favor. Bis später, Richie. So, lass uns mal bei Richie reinschauen. Der hat geile Bilder hier von Autos und so, ne? Was? Erfolgreich wiederhergestellt. Tech-Kassetten. Jo, was ist denn das? Dokument Cloud, bla bla. Warte mal. Oh! Cloud-Dokument 02. Er ist mitgekommen, zum Glück. Sonst hätte ich es nicht geschafft. Ich wäre der Einfahrt einfach wieder umgekehrt. Die Familie hat uns so unglaublich herzlich empfangen. Es war, als wäre ich schon unzählige Male in diesem kleinen Wohnzimmer gesessen. Der Besuch hat uns nicht weitergebracht. Iris hat uns versichert, dass sie alles der Polizei erzählt hatte. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, uns noch einmal alles zu erzählen. Ich kenne die Geschichte, jedes Detail. Sie kennt sie auch, ganz egal wie lange es nun schon her ist. Sie wird es niemals vergessen. Zum Abschied hat Iris mich umarmt. Es hat mir das Herz gebrochen. Sie hat die gleichen Augen. Es sind Augen wie Smaragde. Oh, schön. Ich mag gerne Smaragde. So, hier, Richie. Kennst du schicke Autos am Stissel? Das macht er hier alles so, ne? Das sind die ganzen Hobbys, wahrscheinlich die Klick oder so mit denen. Babang. Und wir haben auch gerade gesehen, dass Jessie... sie hat einen Motor. Dass Jessie auch gerade, glaube ich, aktuell gerade was Neues drin hat. Und zwar... Bam, neues Profilbild von Jessie. Und Jessie, ich will das Profilbild... Lass mich dann mal sehen. Nein, denn nicht. Aber warum sind... Ach, das sind alle die, die man, wenn man bezahlt, ne? Wenn man... Ja, wenn man dafür bezahlt. Moment von... Genau, das hätten wir schon... Schade, das hätten die mal übersetzen sollen, tatsächlich. Aber das haben sie nicht gemacht, deswegen können wir da wahrscheinlich nichts bei tun. Hier sind ein paar Fische. Und eigentlich müsst... Ach, guck mal hier. Das ist aber ein interessantes Bild hier, ne? Mit dem Wald und das eine Ding leuchtet da. Interessant. Vielleicht ist es ja ein Sonnenschein oder so. Und, ja. Da kriegen wir jetzt eine Nachricht. Was sagt die Zeit? Aha. Du hast also noch eine Notiz von... Also, du hast also noch eine Notiz von Anna gefunden. Warte, ich muss sie erst lesen. Oh, upsi. Habe ich auch so in das Autoradio angemacht. Warte, ich muss erst lesen.
Ja, habe ich. Lass mich einen kurzen Blick drauf werfen. Diese Notiz unterscheidet sich stark von der alten. Inwiefern? Es ist bedeutend verständlicher geschrieben. Boah, diese Texte mit immer diesen Forever. Die letzte Notiz war sehr schleierhaft, schon beinahe kryptisch. In deinem jetzigen Fund scheint Hannah über Erlebnis zu schreiben. Das ist sehr nützlich. Ein Tagebuch? Ein Tagebuch vielleicht. Das denke ich, ja. Ein ausgesprochen wichtiger Fund, gut gemacht. Ein ausgesprochen wichtiger Fund, gut gemacht. Vielen Dank. Und was hältst du davon? Ich will dir meine Gedanken dazu sagen. Nee, und was hältst du davon? Ja? Ich würde gerne etwas Neues mit dir versuchen. Oh nein, Gott. Ich bin, du musst mich erst einladen zum Drink oder so. Dann können wir was Neues probieren. Dann bin ich bereit für Offenes. Ich möchte, dass du dir Notizen zu den wichtigsten Kerninformationen machst. Ich werde diese Kerninformationen für dich markieren und meine eigenen Notizen vermerken. Und am Ende werden wir unsere Notizen miteinander vergleichen. Okay, bin ich gespannt. Klingt nach super Idee. Was erhoffst du dir davon? Neue Sichtweisen, neue Erkenntnisse. Ich denke, dass unsere Meinung dadurch nicht von der des anderen beeinflusst wird. Boah. Außerdem bleiben unsere Vermerke erhalten und wir können später einen neuen, erneuten Blick darauf werfen. Bist du bereit? Ja, meinetwegen. Komm. Dokument. Das wird spannend. Er, die Familie, ich kenne die Geschichte. Es hat mir das Herz gebrochen. Ist das so? So einen Hacker senden? Kann ich da irgendwas anderes machen? Au! Okay, warte mal. Das ist ja... Da muss ich selber was reinknallen. Zum Glück. Sonst hätte ich das nicht geschafft. Kann ich da was machen? Das wäre jetzt interessant geworden. Wieso Eifersucht? Oh, nein! Ah! Ja gut, Schuldgefühle. Aber das zu Glück, das hätte ich nicht geschafft. Er. Hannas Schwester, unbekannter Mann. Wessen Familie? Unbekannter Mann. Die Familie. Wessen Familie? Ich kenne die Geschichte. Mysteriöser Vorfall. Okay, den Hacker senden. Korrekt. Lass mich sehen, was du dir notiert hast. Verblüffend. Du hast dir tatsächlich exakt die gleichen Notizen gemacht wie ich. Wir haben Drähte. Du hast bestimmt was von mir abgeschrieben. Wir ticken gleich. Fassen wir die Hinweise zusammen. Hannah war bei einer Familie. Sie wurde dabei von einem unseren unbekannten Mann begleitet. Ihr Freund Thomas vielleicht? Der Text gibt keinerlei Aufschluss darüber, wer sie da begleitet hat. Sie haben über etwas gesprochen, worüber Hannah bereits alles zu wissen schien.
Sie hoffte auf neue Details. Das ist möglich, ja. Denke ich auch. Und der letzte Hinweis. Hanna hatte Schuldgefühle gegen ihre Familie. Dieser Familie. Somit haben wir alles besprochen. Das hilft uns alles nicht weiter. All das hat sicher mit dem Verschwinden zu tun. Das alles hilft uns eigentlich nicht weiter. Ich kann mir da keinen Reim drauf machen. Ich glaube schon. Möglicherweise können wir so rekonstruieren, was Hanna in den Tagen von ihrem Verschwinden getan hat. Gut, ich denke, das war's für den Moment. Alles. Oder gibt es noch etwas, worüber wir reden sollten? Verrate mir deinen Namen. Sofort. Und tschüss. Tschö mit Ö. Meinen Namen? Hast du doch richtig gehört. Weshalb sollte dir meinen Namen interessieren? So halt, weil ich dich mag, weil du auch meinen kennst. Fairer Deal. Bitte, stell dich nicht so an. Was soll schon passieren? Guck mal, wenn wir mit dem Herzen den Weich kriegen, das ist ein Mädchen. Mein Name ist Jake. Viele Mädchen heißen Jake. So. Hallo, Jake. Hallo, Tomji Tom. Schön. Dann hätten wir es ja geklärt. Ich werde nachlässig. Das ist nicht gut. Fühlt es sich auch befreiend an? Du nimmst es echt viel zu wichtig. Ich glaube, du verkennst den Ernst der Lage. Für mich steht viel zu viel auf dem Spiel. Du kannst mir vertrauen. Und jetzt müssen wir Jesse fragen, sag mal, kennst du jemanden, der Jake heißt? Oder irgendjemand in der Gruppe? Aber er liest ja mit, ne? Ich möchte dir auch vertrauen. Aber er liest ja mit, du kannst nicht nachfragen. Jake ist nun offline. Jake! Es hat einen Namen. Jake. So, meine lieben Kinderchen, warte mal eben ganz kurz, bevor es hier direkt weitergeht. Ich wollte mal Richies neues Bild mir angucken. Garage. Rogers Garage Service. Pipapo, bling, bling, bling. Es geht weiter hier. Bombs. Wen haben wir noch? Jesse James und Dan, Cleo, Richie. Können wir mal auf das Profilbild jetzt von Jesse mal raufgehen? Nee, können wir nicht. Ah, gut, meine lieben Leute, das war's auch schon wieder für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Freunde.